Ja, am Schluss dieses sehr, sehr langen Teils über die Modellierung eines Drei-Fehler-Problems wollen wir das Ganze jetzt einmal am Ende zusammentragen und schauen, was wir wirklich am Rechner für Ergebnisse bekommen. Und dazu habe ich das Ganze bereits implementiert. Und wir wollen zunächst mal nochmal zusammentragen, was haben wir eigentlich gemacht. Zunächst mal haben wir als allererstes das Problem verstanden, wir haben das Problem eingeführt. Das zweite war, wir haben modelliert, das heißt also, wir haben das Problem übertragen in eine gewöhnliche Differentialgleichung. Und ja, hier nochmal, das habe ich hier alles nochmal zusammengetragen. Wir haben daraus aus unserem Problem gemacht eine gewöhnliche Differentialgleichung und ich möchte jetzt hier das einfache Problem betrachten, dass wir einfach nur eine Feder haben, die schwingt. Am Ende wird es implementieren für das kompliziertere Problem. Okay, also wir haben eine Differentialgleichung. Differentialgleichung, die allgemeine Form, habe ich hier mir nochmal aufgeschrieben. Das ist so, wie ich das eigentlich immer mache. Ich betrachte Programme immer als ein Dokument und da gehört insbesondere alle Voraussetzungen gehören da eigentlich rein. Das heißt also, ich habe hier die gewöhnliche Differentialgleichung nochmal hingeschrieben, hier gleich als System von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Dann haben wir im Modellierungsteil gesehen, wenn wir die Schwingung, also die Auslenkung einer Feder über die Zeit betrachten, dann löst diese Auslenkung die Differentialgleichung x2' von t gleich minus g minus c durch m mal x von t. Und ja, dabei ist g die Erdbeschleunigung, c die Federkonstante und m die Masse. Okay, dann haben wir auch schon gesehen, dass das eine Lösung hat. Die Lösung habe ich hier nochmal hingeschrieben. X von t gleich Cosinus Wurzel c durch m mal t plus x0, wobei x0 die Nullstellung ist, ja, also die Stellung, die sich einstellt, wenn ich keine Geschwindigkeit, wenn sich die Feder nicht bewegt. Und ja, und das ist nur richtig für ganz bestimmte Anfangswerte. Ich glaube, ich habe die falschen Anfangswerte hier angegeben, aber auf jeden Fall ist das hier eine Lösung dieser Differentialgleichung. Das haben wir tatsächlich angegeben. Das haben wir alles nachgerechnet. Okay, gut. Wir tun jetzt mal so, als kennen wir diese Lösung nicht und wollen die Lösung tatsächlich numerisch ausrechnen. Das Erste, was wir getan haben, ist, wir haben gesehen, naja, also diese Gleichung da vorne, diese gewöhnliche Differentialgleichung ist nicht in Normalform. Anfangswertprobleme betrachten wir immer in Normalform. Das heißt, sie sollten immer nach x' aufgelöst sein, ja, wenn immer nach der ersten Ableitung aufgelöst sein. Hier vorne steht aber ein x2', also ist diese Gleichung, die da steht, nicht in Normalform. Wir verwandeln die in eine Normalform, indem wir zusätzlich als Funktion die Geschwindigkeit einführen. Das heißt, wir führen ein x' von t gleich v von t und dann ist x2' von t gleich v' von t gleich, naja, gerade dem, was wir da oben hatten. Ja, das ist jetzt genau dann das x2' von t. Das heißt, also jetzt haben wir hier ein System von Differentialgleichungen. Wir suchen zwei Funktionen, x von t und v von t. Ja, und das ist jetzt tatsächlich in Normalform, denn jede einzelne dieser Differentialgleichungen ist nach x' bzw. v' aufgelöst und auf der rechten Seite stehen noch x und v. Okay, gut. Dann können wir das natürlich als Funktion schreiben hier vorne. Das habe ich hier nochmal gemacht. Ja, das können Sie sich nochmal angucken. Und dann im dritten Teil haben wir uns die Diskretisierung angeschaut. Und hier ist nochmal die entscheidende Idee aus der Diskretisierung. Wir wollen eine Näherung berechnen im Intervall a bis b. Und wir setzen dazu einfach Zwischenpunkte zwischen a und b ein, das heißt also hier t0, t1, t2 und so weiter bis tn gleich b. Dann haben diese einzelnen Punkte den Abstand dt gleich b minus a durch n. Und was wir wollen ist, wir wollen Näherungen für die Werte der Lösung y von tk an der y an der, für, wir wollen Näherungen yk für die Werte y von tk berechnen, wobei y die echte Lösung der Differentialgleichung ist. Ja, das ist also an diesen Punkten wollen wir die Lösung der Differentialgleichung approximieren.
Wir haben auch schon gesagt, wie wir das tun, nämlich mit Hilfe des Euler-Verfahrens. Und da sind wir gekommen auf die einfache Gleichung yk plus 1 gleich yk plus dt mal f von tk und yk. Das ist alles genau das, was wir im Diskretisierungsteil ausgerechnet haben. Okay, und das wollen wir jetzt tatsächlich implementieren. Und dazu lasse ich das Programm hier jetzt immer Stück für Stück laufen. Zunächst mal hier wieder unser normaler Teil, mit dem wir die Python, Python-Teile aktivieren. Dann hier das Euler-Verfahren und ich gehe auf die einzelnen Teile gar nicht mal ein. Der wichtige Punkt ist genau der hier vorne. Yk plus 1 gleich yk plus dt mal f von tk und yk. Das ist ein ganz bisschen anders hier vorne hingeschrieben, aber im Grunde ist es genau das, was wir oben in der Formel haben, übertragen wir jetzt hier 1:1 tatsächlich in unserem Programmcode. Das heißt also, dieser Teil des Codes hier führt einfach aus die Lösung einer oder die Approximation der Lösung einer Differentialgleichung y' gleich f von t und y mit dem Anfangswert y von a gleich y0, versucht das auf dem Intervall a, b zu lösen und das Ganze mit n Diskretisierungspunkten. Und alle diese Variablen, die wir hier haben, alles, was da steht, kommt tatsächlich aus dem Diskretisierungsteil. Ja, das ist also genau das, was wir oben im Diskretisierungsteil gemacht haben, habe ich jetzt exakt genauso hingeschrieben. Okay, hier ist ein bisschen was zum Zeichnen. Und was müssen wir jetzt tun? Auch wir müssen unser Problem definieren. Und dazu müssen wir natürlich unser f angeben. Ja, also f, das war also hier dann praktisch die rechte Seite hier vorne. Ja, wo ist es nochmal? Ja, hier habe ich es mal exakt ausgerechnet. Im Grunde ist das f von t einmal hier das v von t und dieses minus g minus c durch m mal x von t. Und genau das steht auch hier vorne. Ja, also genau das ist dieses f. Das definiert einfach unsere Differentialgleichung. Dann brauche ich Anfangs- und Endpunkt, a gleich 0 bis b gleich 2 mal pi. Wir brauchen die Erdbeschleunigung, wir brauchen eine Federkonstante, wir brauchen eine Masse und wir brauchen eine Anzahl von Diskretisierungspunkten und dann können wir unser Euler-Verfahren laufen lassen. Und was wir natürlich erwarten, ist, dass am Ende da ein Sinus rauskommt. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt muss ich erstmal dieses Ding nochmal laufen lassen, also die Definition aktivieren und hier das auch nochmal laufen lassen. Und dann sehen wir tatsächlich, ja, also das Blaue hier ist die Auslenkung der Feder. Wir erwarten, dass das aussieht wie ein Kosinus. Naja, und das sieht tatsächlich aus wie ein Kosinus. Ist natürlich ein bisschen nach unten verschoben, weil ja, ich habe ein Gewicht dran gehängt. Deshalb wird die Feder nach unten gezogen und die schwingt natürlich um diesen Gleichgewichtspunkt herum. Okay, das ist alles genau das, was wir erwarten und genau das, was wir auch analytisch ausgerechnet haben. Wir bekommen jetzt natürlich, weil wir ein System haben, bekommen wir natürlich nicht nur die Auslenkung, sondern wir bekommen auch die zweite Variable, die wir vorhin eingeführt haben, nämlich die Geschwindigkeit. Und die habe ich hier gleich nochmal mitgeplottet. Und auch das ist im Grunde genauso, wie wir das erwarten. Zum Beispiel hier vorne an diesem Punkt haben wir offensichtlich die Geschwindigkeit 0. Geschwindigkeit der Auslenkung ist 0. Naja, und das ist auch richtig, denn da ist die Feder tatsächlich an ihrem oberen Punkt angekommen und da bewegt sie sich nicht weiter. Da ist der Umkehrpunkt, da geht sie dann wieder nach unten. Ja, also das ist alles wunderbar erklärbar. Und das hat auch gut funktioniert. Das Problem ist, das hat nur deshalb gut funktioniert, weil ich tatsächlich die Anzahl der Punkte, mit denen ich hier diskretisiert habe, also das n aus unserer Diskretisierung, die Anzahl der Zwischenpunkte, die habe ich relativ hoch gewählt, nämlich so ungefähr in der Größenordnung 10.000. Und da fragt man sich, naja, das ist aber doch ziemlich aufwendig, könnte man das nicht auch vielleicht ein bisschen kleiner wählen? Und wir spielen jetzt mal ein bisschen damit rum und wir wählen mal n gleich 128. Und da sehen wir, okay, das sieht eigentlich super aus. Ja? Also wir haben wieder diese Wellenfunktion. Das sieht tatsächlich wieder aus wie ein Kosinus. Aber wir sehen, wir haben ein ziemlich großes Problem, denn ne, diese Auslenkung hier vorne, die wird immer größer. Ja? Und tatsächlich, also ich habe hier nach zwei Schwingungen schon aufgehört. Wenn wir das noch weiterlaufen lassen würden, stellt sich heraus, nach kurzer Zeit schwingt die Feder von praktisch minus unendlich bis plus unendlich. Das ist jetzt irgendwie nicht besonders physikalisch und das ist auch nicht besonders praktisch. Das ist ja nicht das, was wir sehen. Wenn wir eine Feder nehmen, dann erwarten wir höchstens, dass die langsam aufhört zu schwingen, aber nicht, dass die immer stärker schwingt. Das ist sehr ärgerlich, denn eigentlich sieht das ja ganz gut aus. Und die Frage ist, kann man sich das irgendwie erklären? Und ich habe das hier mal aufgeschrieben. Die kurze Erklärung ist, wenn diese Feder tatsächlich immer stärker schwingt,
dann heißt das natürlich, dass sich immer mehr Energie in dieser Feder ansammelt. Ja, das heißt also, die Energie, die wir in diesem Gesamtsystem haben, und Energie ist immer sowas wie Summe aus potenzieller Energie und kinetischer Energie, die wird immer größer. Und wenn man das mal durchrechnet, dann stellt man tatsächlich fest, das Euler-Verfahren vergrößert ein ganz bisschen die Energie in diesem System. Und wenn ich nicht ausreichend viele Diskretisierungspunkte habe, dann wird wahnsinnig viel Energie in dieses System gepumpt und tatsächlich die Feder schwingt immer stärker. Das heißt also, der Grund dafür, dass wir hier so eine schlechte Approximation haben, ist, dass das Euler-Verfahren eine ganz wichtige physikalische Eigenschaft, nämlich die Energie in einem System sollte konstant sein, überhaupt nicht reproduziert. Und da kann man schon sehen, naja, also offensichtlich ist das Euler-Verfahren, das man zwar sehr einfach herleiten kann, doch nicht so hundertprozentig geeignet zur Diskretisierung selbst eines so einfachen Problems wie hier. Ja? Das heißt also, da muss es was Besseres geben und wir werden uns nachher tatsächlich anschauen, es gibt was Besseres. Ich werde darauf hier nicht weiter eingehen. Das werden wir machen, wenn wir uns dann wirklich uns die Anfangswertaufgaben anschauen. Okay, aber eins haben wir noch eingeführt, nämlich die Dämpfung und auch den Effekt der Dämpfung. Den wollen wir uns anschauen. Wir erwarten natürlich, also das ist jetzt hier das ist dasselbe Problem wie vorhin, also das F habe ich ein bisschen abgeändert. Das heißt also, ich habe eine andere Differentialgleichung und zwar wird hier vorne noch zusätzlich die Dämpfung abgezogen. Das entspricht genau dem, was wir gesagt haben. Wir wollen das x2, also das ist hier die Geschwindigkeit, wird verringert, wird halt gedämpft, ja. Geschwindigkeit wird verringert. Das hier vorne ist die Änderung zu vorhin. Und wir gucken uns an, was passiert. Und es ist genau das, was wir erwarten. Ja, ich habe das jetzt hier mal über einen etwas längeren Zeitraum aufgezeichnet. Tatsächlich, das Blaue hier ist wieder die Schwingung und die Auslenkung unserer Feder und tatsächlich diese Auslenkung wird immer kleiner. Das heißt also, die Dämpfung hat genau den Effekt, den wir auch vorausgesagt haben. Ja? Und tatsächlich ist es jetzt schon hier relativ schwierig, eine analytische Lösung für diese Gleichung anzugeben. Das heißt, da haben wir jetzt wirklich was Neues, haben wir jetzt wirklich einen Mehrwert der numerischen Lösung gegenüber der analytischen. Das hätten wir nämlich schon gar nicht mehr analytisch ausrechnen können. Okay, also das ist tatsächlich das, was wir erwarten. Und ganz kurz nochmal, ich setze mal jetzt hier die Dämpfung wieder auf 0 und betrachte jetzt mal die Lösung dieses Systems über einen etwas längeren Zeitraum. Und das Blaue hier ist wieder die Auslenkung. Ja, lassen Sie sich von der Geschwindigkeit, die da im Hintergrund liegt, nicht beeinflussen. Da sehen Sie tatsächlich, auch bei der hohen Diskretisierung, die wir hier haben, wird tatsächlich die Auslenkung immer ein bisschen größer bei dem Euler-Verfahren. Das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Ja, die Energie beim Euler-Verfahren nimmt zu. Es wird Energie in dieses System reingepumpt und tatsächlich die Feder schwingt immer stärker. Und das ist natürlich etwas, was man nicht will. Deshalb würde man hier schon sagen, naja, also es funktioniert zwar irgendwie, aber irgendwie scheint das Euler-Verfahren hier nicht angemessen zu sein. Okay, gut, das ist jetzt aber nur die halbe Wahrheit. Wir wollten ja unser Dreifedersystem modellieren. Und ich habe genau dasselbe jetzt hier nochmal gemacht. Und alles, was wir jetzt natürlich tun müssen, ist, wir müssen das F ändern. Ja, also bei dem Dreifedersystem suchen wir halt jetzt 6 Funktionen. Das heißt, die Auslenkungen der 3 Federn plus ihre 3 Geschwindigkeiten. Das heißt, also die Ableitungen der Auslenkungen. Das heißt, das F ist jetzt 6-dimensional. Wir haben natürlich 3 Dämpfungsfunktionen. Wir haben 3 Massen. Wir haben 3 Auslenkungen und ich habe das hier alles mal hingeschrieben, kommt genau aus dem Modellierungsteil beziehungsweise aus dem Buch von Bollhoeffer und Mehrmann. Und das F ist dadurch natürlich auch ein bisschen komplizierter. Hier zunächst mal, das ist die Diskretisierung dieser Gleichung x1' gleich v1, x2' gleich v2, x3' gleich v3, ja, das ist dieser Teil hier vorne, wenn der in dem F vorkommt. Und dann kommen die echten Differentialgleichungen und das ist im Grunde genau das, was wir uns aufgeschrieben haben.
Eine kleine Ergänzung noch. Ich habe, glaube ich, in dem Modellierungsteil habe ich nur die erste Differentialgleichung modelliert. Das heißt also nur diese hier. Für die anderen beiden muss man sich natürlich überlegen, naja, also wenn ich so eine Masse habe, die in der Mitte liegt, also zum Beispiel diese Masse in der Mitte, die hat ja nicht nur eine Verbindung nach unten, sondern auch eine Verbindung nach oben. Das heißt, die wird nach oben und unten gezogen durch Federn. Deshalb ist das hier ganz hier ein bisschen komplizierter. Und die ganz untere Masse, naja, die wird gedrückt durch durch den Untergrund. Und deshalb erwarten wir, dass hier vorne irgendwie der Untergrund mit ins Spiel kommt. Und das ist genau das hier vorne durch das S von T. Das soll einfach hier den Untergrund modellieren. Das soll da praktisch die Wegstrecke sein. Okay, und jetzt müssen wir nur noch alles einsetzen. Und ich habe es hier mal jetzt fast genauso gemacht wie im Buch. Nur ich glaube, die Dämpfungswerte habe ich ein bisschen anders hier eingesetzt. Und auch das lassen wir mal wieder laufen. Dazu muss ich ja vermutlich erstmal diese Definitionen hier aktivieren. Und ich lasse das laufen. Und erstmal bekommen wir jetzt natürlich sechs Funktionen. Ja? Das heißt also einmal unsere drei Auslenkungen. Und wir bekommen die Geschwindigkeiten der Auslenkungen, also deren Ableitungen. Und ja, wir sehen, das ist jetzt nicht besonders spannend. Ja? Also wir haben am Anfang eine Auslenkung. Wir starten in irgendeinem Punkt. Und nach kurzer Zeit stellt sich halt ein Gleichgewicht ein. Ja, das ist im Grunde das, was wir gesehen haben. Okay, gut. Ja, also nach kurzer Zeit liegt der Wagen und liegt die Fahrerkabine komplett in Ruhe oder, wenn Sie so wollen, das Fahrrad liegt komplett in Ruhe. Wir wollen uns ein ganz bisschen spannenderes Problem anschauen, nämlich was passiert, wenn wir zwischendurch noch so einen kleinen Huckel haben, über den das Auto drüber fährt. Naja, also erstmal haben wir dann dasselbe wie vorhin. Ja? Hier vorne schwingt sich das nach kurzer Zeit ein. Ja? Also hier vorne liegt der Wagen mehr oder weniger in Ruhe. Und dann hier vorne bei 10, da kommt ein Huckel nach oben. Und ich glaube, bei 11 hier vorne fährt das Auto wieder runter. Und da sehen Sie natürlich, naja gut, also erstmal durch diesen Huckel wird das Auto aus dieser Lage rausgerissen. Es schwingt nach oben, dann anschließend sehr stark nach unten, weil es dann wieder runtergeht einfach. Ja, das heißt, wir haben hier genau, das Auto vollzieht zunächst mal diese Schwingung des Untergrunds nach, schwingt dann hier vorne noch ein bisschen nach, aber wird dann hier vorne wieder gedämpft. Okay, das heißt, mehr oder weniger ist das, was wir erwarten. Jetzt ist das leider nicht besonders spannend. Sie würden wahrscheinlich zumindest mal erwarten, dass das Ganze, ja, dass man auch mal ein schönes Diagramm sieht. Und wenn ich ehrlich bin, ich war jetzt zu faul dazu. Aber im Buch von Bolle von Mehrmann gibt es tatsächlich online, zum Buch von Bolle von Mehrmann gibt es online tatsächlich Beispiele, die man sich einfach runterladen kann, Beispielimplementationen, und die haben das sehr schön mit einer Grafik gemacht. Und das möchte ich Ihnen hier einfach nur zeigen. Das ist leider nicht in Python, sondern es ist in MATLAB gemacht. Deshalb können Sie es nicht ohne weiteres laufen lassen, wenn Sie eine MATLAB-Implementation haben. Ich glaube, auf der persönlichen Homepage von Bolle kann man diese Sachen runterladen. Okay, zunächst mal fragt er mich hier vorne, welches System oder welche Verfahren ich nehmen will zur Lösung unserer Differentialgleichung. Wir hatten das Euler-Verfahren, das ist das explizite Euler-Verfahren, das nehme ich hier auch. Ich nehme eine sehr feine Diskretisierung. Wir haben schon gesehen, das Euler-Verfahren braucht sehr feine Diskretisierung, sonst fängt alles ewig an zu schwingen. Und wir nehmen eine einfache Wellenlinie. Das heißt, wir wollen, dass unsere Fahrerkabine über eine einfache Wellenlinie fährt. Und ich nehme die lineare Dämpfung. Ja, und dann sehen Sie erstmal so ziemlich das, was wir vorhin auch gesehen haben. Ja, also hier vorne ist der Untergrund. Das hier ist das Rad. Das hier ist die Fahrerkabine. Das ist der Fahrer auf der Fahrerkabine. Und Sie sehen im Grunde, das Ergebnis ist sehr ähnlich dem, was wir vorhin gesehen haben. Zunächst mal das Rad folgt dem Untergrund mehr oder weniger, ja, mit einer sehr starken, also ohne Nachschwingen hier vorne. Ja, das ist interessant. Die Fahrerkabine schwingt ein bisschen mehr nach und tatsächlich am stärksten schwingt oben die Person, die die in ihrem Stuhl sitzt. Und das entspricht, glaube ich, auch tatsächlich dem, was wir erwarten. Okay, aber das Schöne ist, wir können uns das jetzt auch tatsächlich im Video angucken. Das heißt also, wir lassen jetzt mal diese Fahrerkabine über eine Strecke rollen.
Und da sehen Sie jawohl, das funktioniert tatsächlich. Ja, also das ist jetzt einfach genau dasselbe, wie wir vorhin hatten, nur halt jetzt im Bild dargestellt, dass man auch mal wirklich einmal sieht, wie das Ganze läuft. Ja, hier nochmal, ich weiß jetzt nicht, warum das so langsam läuft, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, und Sie sehen hier, die drei Sachen, die wir beschrieben haben, ist hier die Höhe des Rades, diese Feder und hier vorne diese Feder unten am Stuhl. Okay, schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, nämlich erstmal, was passiert, wenn wir explizit einen Euler haben mit einer etwas geringeren Auflösung. Das heißt also, wir nehmen weniger Diskretisierungspunkte, wir machen das n kleiner, machen nochmal genau dasselbe wie vorhin. Und jetzt haben wir hier was Komisches, nämlich eigentlich wollten wir jetzt hier unsere drei Kurven sehen. Stattdessen sehen wir ein leeres Koordinatensystem und hier oben steht 8 mal 10 hoch 220 bis minus 8 mal 10 hoch 220. Was ist passiert? Naja, es ist genau das passiert, was ich vorhin schon vorausgesagt habe. Wenn wir die Diskretisierung zu klein wählen, dann wird immer mehr Energie in das Ding gepumpt, in das System gepumpt. Und der LKW fängt an, ohne Ende zu schwingen. Und tatsächlich schwingt er hier von 10 hoch 220 bis minus 10, bis minus 10 hoch 220. Im Grunde also von minus unendlich bis unendlich. Das ist so eine Beobachtung, die wir tatsächlich hier auch machen sollten. Wir haben hier so etwas wie eine Instabilität. Wenn wir das H zu klein wählen oder wenn wir das H zu groß wählen, also das dt zu groß wählen oder das n zu klein wählen, dann bekommen wir unsinnige Ergebnisse. Und ganz häufig sind diese unsinnigen Ergebnisse dann auch wirklich unsinnig. Ja, also da kommt dann nicht die Frage auf, ist das vielleicht richtig oder vielleicht falsch. Bei Instabilitäten ist sofort klar, also da passiert irgendwas massiv. Ja, da geht irgendwas massiv schief. Okay, gut. Was wir uns noch anschauen wollen, Video, dafür brauchen wir uns natürlich nicht anzuschauen. Hier werden mir noch weitere Verfahren angeboten und zum Beispiel der implizite Euler. Das ist ein sehr ähnliches Verfahren, hat aber die Eigenschaft, dass es die Energie nicht vergrößert. Und da nehmen wir an, dass wir die Diskretisierung dann tatsächlich kleiner wählen dürfen. Und auch das schauen wir uns an. Wir nehmen eine etwas breitere Schrittweite und wir nehmen wieder die einfache Wellenlinie mit einem linearen Dämpfungsmodell. Und Sie sehen, in diesem Fall bekommen wir tatsächlich eine vernünftige Lösung. Wir lassen das nochmal laufen. Ja, und tatsächlich, ja, wir bekommen diesmal auch mit der schlechteren Auflösung, das heißt mit weniger Diskretisierungspunkten und damit natürlich auch mit weniger Aufwand, dasselbe Ergebnis wie vorhin. Und deshalb aus diesem Grund würde ich sagen, jetzt hier ist dieses andere Verfahren halt deutlich besser. Okay, dann, ja, was könnten wir uns noch angucken? Also wir wollen uns erst, wir können uns den impliziten Euler vielleicht auch nochmal angucken für eine sehr grobe Diskretisierung. Das ist jetzt wirklich eine grobe Diskretisierung. Und mal gucken, was dann passiert, auch bei demselben System. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, es passiert eigentlich gar nichts. Also selbst wenn wir hier nochmal um den Faktor 10 schlechter werden, haben wir immer noch praktisch dasselbe Ergebnis. Das heißt, wir haben jetzt hier sehr, sehr wenig Aufwand. Trotzdem haben wir praktisch das korrekte Ergebnis bekommen. Ja, also zumindest visuell sehe ich hier mal das richtige, einigermaßen das richtige Ergebnis. Das heißt, wir haben wirklich eine sehr gute Approximation an die tatsächlich auftretende echte Lösung. Okay, Video brauchen wir uns dafür, glaube ich, nicht anzuschauen. Und ja, wir wollen uns für den impliziten Euler zumindest nochmal ein echtes Problem anschauen. Und zwar nehmen wir hier mal so eine Teststrecke, dass wir wirklich mal sehen, es ist nicht immer so langweilig, wie es da gerade aussah. Wir nehmen wieder dieses, hier ist also jetzt wirklich eine Wegstrecke, die schon etwas unangenehmer aussieht. Und wir schauen uns nochmal das Video dazu an. Na, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen sehr langsam. Mal gucken. Ja, also Sie sehen, ja, ich hatte jetzt gehofft, es ist ein bisschen schneller. Ich weiß jetzt nicht, warum das so langsam ist. Mein Rechner, mein Tablet hier ist jetzt nicht das schnellste.
Ja, aber Sie sehen, das war jetzt tatsächlich ein etwas komplexeres, da konnte man jetzt mal sehen, dass wir tatsächlich hier ein etwas komplexeres Verhalten haben. Aber mich wundert, dass das jetzt so schlecht abläuft. Also ich möchte vielleicht doch nochmal den impliziten Euler laufen lassen mit einer etwas anderen, mit einer besseren Auflösung. Also das möchte ich mir nicht nochmal anschauen. Und nein, auch das nicht. Und möchte den impliziten Euler mir nochmal angucken mit einer etwas besseren Auflösung. Nochmal gucken, ob wir hier die Teststrecke. Habe ich vielleicht vorhin das Falsche genommen? Nee, habe ich gemacht. Ja, okay, die Lösung können wir sofort hinschreiben. Leider dauert das Erzeugen des Videos jetzt hier sehr, sehr lange. Mal gucken. Naja, das ist leider genauso langsam. Okay, das heißt, was haben wir jetzt eigentlich gesehen? Also lassen Sie mich das noch einmal zusammenfassen, was wir jetzt am Ende wirklich haben. Erstmal, wir haben ein Problem jetzt wirklich mal durchgesprochen von Anfang bis zum Ende. Das heißt, Verstehen des Problems, mathematische Modellierung, Reduktion auf eine gewöhnliche Differentialgleichung, Diskretisierung und Auswahl eines numerischen Lösungsverfahrens und am Ende Implementation und in diesem Fall sogar auch Präsentation des Ergebnisses. Ja, das sind die Teile, die wir hier gemacht haben. Und was hier noch fehlt, sage ich auch ganz klar, wir hören an dieser Stelle einfach auf. Und was wir natürlich zeigen müssten, ist die Lösung, die wir hier rausbekommen haben, die ist auch tatsächlich vernünftig. Das heißt, also, wir müssten jetzt sowas angeben wie Fehlergrenzen. Wie groß ist der Fehler, den wir gemacht haben? All das haben wir im Augenblick komplett weggelassen und all das fehlt. Und das werden wir tatsächlich im Teil über Anfangswertprobleme dann auch nachtragen. Was Sie in jedem Fall im Kopf halten sollten aus diesem ganzen, Teil, aus diesem Beispiel, ist Anfangswertprobleme, die Lösung von Systemen von Anfangswertproblemen ist ein ganz wichtiger Teil der angewandten Mathematik und ganz wichtiger Teil der numerischen Mathematik. Und deshalb ist es auch eigentlich das zentrale Problem dieser Vorlesung, auf das wir immer hinarbeiten wollen.